Gude und willkommen, es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei mir beim Whisky Bubbler. Und heute habe ich Kompassbox für euch dabei. Was das mit dem Kompass hier drin zu tun hat oder ob hier überhaupt einer drin ist, werde ich euch erzählen. Nein, es geht natürlich um die Mys und Legenden 2 Abfüllung. Was verbirgt sich dahinter? Was ist Kompassbox? Ich werde ein bisschen was dazu erzählen und ja, Whisky verkosten, verschmecken und ich denke, wir werden dabei Spaß haben. Kompassbox, Mys und Legends 2. Was hat das alles hier zu bedeuten, fragt sich der ein oder andere. Also Kompassbox zum einen ist ein, ich würde fast sagen, unabhängiger Abfüller, so von der Kategorie kann man ihn reinzählen. Es ist eher ein Whisky-Blender. Ja, es ist eine Firma, die Whiskyfässer, Anteile kauft und dann Whiskys blendet, um Produkte herzubestellen. Das haben sie schon, ja, machen sie schon länger. Es gibt immer verschiedene Editionen. Hier dieses Mys and Legends 1, 2 und 3. Das ist jetzt der zweite davon, ist sozusagen eine Serie. Es gibt, ich glaube, als bekanntesten so den Spice Tree. Dann gibt es Produkte, die kannst du nicht aussprechen. Also wirklich interessante Sachen. Jetzt zuletzt Magic Cask, wo irgendwie 90% Imperial drin ist, mit ein bisschen jungen Abelauer Region Malt, wo sie nicht draufschreiben, was es ist. Früher haben sie sehr oft alle Details preisgegeben, das war das Interessante. Das heißt, wenn man bei Kompassbox sich jetzt dieses Produkt kauft, hat man zum einen Angaben auf der Flasche, aber man hat auch noch so ein Factsheet online, dass sie nicht beilegen dürfen rechtlich. Das ist so die Grauzone, die sie begehen. Da wurden sie auch schon verklagt, weil sie alle Anteile draufgeschrieben hatten, mit wie viel Prozent Bourbonfass von welcher Brennerei in welcher Altersstufe drin war. Und sozusagen das dann gegen die Scotch Whisky Association verstößt, weil man darf ja nur den jüngsten Whisky preisgeben. Ja, das sind jetzt so Dinge, teilweise haben sie es dann ins Netz. Ich glaube, jetzt dürfen sie es gar nicht mehr die Altersstufen dran geben, sondern nur noch die Fasszusammensetzung. Das heißt, hier, wenn wir jetzt konkret über diesen Mys and Legends 2 reden, haben wir es mit einem Glenelgin zu tun. Ja? Also das ist jetzt kein Geheimnis. Das findet man so an den Angaben. 46 Volumenprozente und dieser Glenelgin, na, wie alt ist er denn jetzt? Ja, da ist es schon schwieriger, die Angaben zu finden. Da muss man dann über die Leute, die auf Messen sind und so weiter, diese Informationen rausfinden. Im Schnitt ist der so 22 Jahre. Ich möchte jetzt gar nicht so auf jedes Detail von jedem Fass genau zu diesem Produkt eingehen, weil ich glaube nicht, dass den jeder zu Hause hat. Aber das Spannende ist, wenn man dann mal so dieses Factsheet runterlädt, steht halt drauf, wie viele Flaschen das sind. Dann sind da 4.446 Flaschen. Das könnte auch hier irgendwo draufstehen. Sie haben dazu 6 Fässer genommen. Und diese Fässer sind dann von der Zusammensetzung Refill Cherry Butts, oder es waren 6 oder 7 Fässer, Refill Cherry Butts, Recharred American Oak Barrels, Refill Bourbon Hogshead und Recharred American Oak Hogshead. Und das habe ich am Anfang nicht so verstanden. Da haben sie dann quasi von den zum Beispiel Recharred American Oak Barrels zweimal, einmal irgendwie mit der Prozentangabe und einmal mit der Prozentangabe. Hier auf der Flasche selbst stehen die dann sozusagen als Rezept zusammengeführt. Ich vermute, das sind einfach unterschiedliche Altersgruppen, die früher dran gestanden haben, die sie jetzt nicht mehr dran schreiben, wenn ich es auch so richtig in Erinnerung habe, indem sie sozusagen sagen, das ist zwar das gleiche Fass, aber im unterschiedlichen Alter oder es gibt ein unterschiedliches Profil und so zeigen sie das Rezept, weil sie dran schreiben, welche Geschmäcker die jeweiligen Fässer auch bringen sollen. Und das überschneidet sich aber teilweise. Es ist dann gleich und hier ist auf der Flasche, ist es dann gemerged. Das heißt, im Grunde haben wir, ich sagte ja, Refill Cherry Butt, das sind 3%. Das ist quasi fast nichts. Der größte Anteil sind Recharred American Oak Barrels, 81%. Und da ist zum Beispiel auf der Grafik dann nur knapp unter 60% von dem einen Fassanteil. Ja. Dann haben wir nochmal 8% Refill Bourbon Hogshead und 8% Recharred American Oak Hogshead. Das ist so das Rezept. Was ich auch interessant finde, super, das habe ich noch nie gesehen auf einer anderen Flasche. Sie schreiben bei der Filtration, also auch alle Angaben, Color, Natural, ja, ganz normal. Und Filtration, Light,
Five-Mikrofilter. Also sie geben und Non-Chill-Filtration. Also es ist gefiltert, aber nicht chill-filtert, ja? Nicht kühle gefiltert. Ja, sie haben es halt irgendwie durch so ein Light-Five-Mikro-Tuch oder was weiß ich gefiltert. Für alle Chemiker, Physiker, könnt ihr uns gerne mal erklären, was das bedeutet. Also das finde ich sehr interessant. Dann schreiben sie noch drauf, wer jetzt in der Firma sozusagen den Hauptanstoß für diese Serie oder für dieses Produkt gegeben haben. Sie schreiben drauf, dass es im Juli 2019 gebottelt ist und so ein bisschen die Idee hinter diesen Mythen und Legenden. Ich denke, ich werde ihn mir mal einschenken und dann können wir ihn verkosten, verriechen, verschmecken. Ich finde auch so die Aufmachung super Teil. Wie gesagt, ich habe jetzt hier die Flasche. 4.564 sind die Total Bottles. Das stand in dem Factsheet falsch, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, also werde ich mir einschenken. Und ein bisschen stehen lassen und dann werde ich ihn verriechen, verschmecken und noch ein bisschen was dazu erzählen. Ich hoffe, euch haben die Details gefallen. Was man halt schwierig so sieht, ist, dass es so ein Magnetverschluss. Ja, finde ich ganz interessant. Andererseits sind die Flaschen so groß. Ich hatte den vor einem Schrank stehen und immer, wenn ich die Tür aufgemacht habe, quasi noch so mit der Hand abgefangen, bevor er aufgeklatscht ist. Ja, da muss man echt gucken, wo man die Flasche hinstellt. Vor Ausziehschubladen kann ich euch nicht empfehlen. Am Anfang probiert man die Flasche auch hier so reinzudrücken, weil man zu faul ist, den Deckel abzuheben. Auch das geht nicht. Es ist eine sehr hohe Flasche. Der eine oder andere wird sagen, das ist halt so ein Nachteil, so ein bisschen, wenn man die Verpackung angeht. Optisch muss ich sagen, es ist super. Hier dieses Wachs muss man erst abziehen. Das ist so ein bisschen wie bei den Abu Nuts, so eine Art ja, Gummiwachs oder so. Zieht man einfach so ab. Da ist, glaube ich, so ein Verschluss drauf. Ich habe es natürlich nicht gecheckt und habe das dann anders abgemacht. Naja, also. Aufmachung finde ich super, auch so von den Bildchen, die sind immer so. Es gibt dann immer so unterschiedliche Serien, andere Kategorien, Limited Releases und so weiter. Und das war dieses Mys und Le Legends Limited 2019 so. Ja, die Nase. Vielleicht noch zu Glenelgen vorneweg. Glenelgen ist ja eine Brennerei Speyside, gehört zu Diageo. Und für mich, die haben ja nur den 12er so als Original-Bottling. Der hat für mich immer so eine ja, blumig-florale, parfümartige Charakternote, lieber so leichter Frische und so weiter, falls den jemand kennt. Und das ist halt jetzt mal so ein total unabhängig rezeptmäßig geblendet. Oder geblendet ist es ja in dem Sinne nicht, sondern das sind einzelne Glenelgen-Fässer, deswegen ist es hier ein Single Malt. Aber oft hat Compass Box auch einfach genau das Gleiche mit mehreren Brennereien und dann haben sie irgendwie einen gewissen Anteil in Artback drin oder einen gewissen Anteil hier bei Player oder was auch immer. Da schreiben sie dann drauf, kommt aufs Produkt an. Oder Kalila und. Also auch alles. Und hier ist es halt Malt. Das gibt es dann auch manchmal, dass die Zusammensetzung halt eher wie ein Single Malt, nur dass man weiß, welche Fässer verwendet wurden. Also Glenelgen. Die Nase hat für mich so totalen Oldschool-Touch. Da kommt so was cremig, florales, blumiges. Und dann hat das auch so einen gewissen Touch, was manchmal so ein Old Bottle Style hat, von so Whiskys aus den ja, 70er Jahren, sage ich mal. Das ist einfach sowas von gesetzt, weich, cremig. Dann kommt so diese Vanillesüße raus, das Holz kommt durch, die Holzaromen. Leichter Zitrus. Ganz fein die Aromen. Und das Ding ist komplex. Also immer wenn man die Nase reinhält, kommt nochmal eine neue Aromatik raus, die man vorher nicht hatte. Und dann schwingt es auch mal wieder zurück zu diesen blumigen Noten. Und dann kommt auf einmal was Malziges durch und danach kommt eine leichte Säure durch. Also wunderbare Nase. Kann man jetzt noch, müsste ich jetzt ein Stundenvideo machen und dann haben wir vielleicht noch 2 € mehr. Also. Aber im Großen und Ganzen, das ist so das Main-Spektrum, dieses blumig, holzig, malzige Gemisch
Mit so einem alten Stil irgendwie. Schön. Möchte ich mir diesen Glenelgen auf die Zunge lassen? Also, falls ich hier Glenelgen-Fans habe, tolle Brennerei, denke ich. Wer da noch nichts probiert hat, schaut euch den jetzt mal an und danach könnt ihr entscheiden, ob ihr das nicht mal machen solltet. Das Lunch war. Der hat einen Antritt, wie gesagt, 46 Volumenprozente, sofort da. Man kriegt diese Malz, Blumen, Old Steel Flavor Aromatik, leicht parfümartig. Das ist für mich so dieses Original Glenelgen ein bisschen, was die manchmal haben. Das hat nicht jeder Glenelgen. Und das an so einem Kick, ohne dass es trüber ist, dass sie sagen, nee, das mag ich nicht. Das hat er. Wunderbar. Damit zeigt er sich so, dann kommt ein bisschen mehr die Vanille raus. Das Holz übernimmt ganz breit da, so auf der Zunge, kleidet den Mund aus, sodass man dann sagt, boah, ich will den gar nicht runterschlucken. Und dann hat er das, was viele Whiskys für mich brauchen oder haben, wenn sie diesen kleinen Wow-Effekt haben. Der Whisky ist nämlich da in der Nase, er ist im Geschmack da. Auf der Zunge hat er eher so einen Verlauf, da kommt was am Anfang, dann hast du den Mittelteil und dann schluckst du den runter und dann kommt nochmal dieser Säure-Frucht-Kick dazu, nochmal Holz, dann kommt leichtes Prickeln dazu und im Mund jetzt immer noch Malz, Prickeln, helle Früchte, so intensive Früchte, die auch dann teilweise so Ananas-Kicks kriegen aus dem Exotischen. Bleibt dann langsam da. Die Frucht geht dann immer wieder ein bisschen weg, aber Würze bleibt da. Manchmal kommt noch so ein kleiner Lichtblick von Frucht durch. Ich muss den nochmal probieren. Also da könnte man sich jetzt hinsetzen, könnte sich einen ganzen Abend damit beschäftigen, habe ich schon gemacht. Habe ich mir 2 Trumps gegönnt, der ein bisschen größer war, der eine. Man sieht es ja ein bisschen an der Flasche, so viel ist noch nicht weggegangen. Der Rest ging alles hier zu mir. Es ist ein klasse Tropfen, ich habe den nicht umsonst zu meinen Whisky Highlights 2020 gezählt. Ja. Mein Fazit zu diesem Glenelgen Compass Box Myth and Legends 2, 22 Jahre in Anführungszeichen, sage ich mal. Ich habe es ja schon fast angerissen. Also er war Whisky Highlights des Jahres auf Platz 2 für mich, unabhängig abgefüllt, weil das einfach so schwer einzuordnen ist. Er hat einfach so einen gewissen Stil an Whisky-Aromatik, den man selten hat. Ja, das macht es für mich ganz besonders und auch so toll. Und er hat nur 46%, aber er ist trotzdem voll da und breit und cremig. Man muss halt auf so ältere Bourbon-Fasslagerungen stehen. Also Whisky ist 20 Jahre plus Bourbon-Fass. Und dann hat man da seinen Spaß. Ja, da kann man wirklich sagen. Compass Boss hat für mich ein Manko so ein bisschen. Diese ganze Aufmachung, dieses ganze Kladderadatsch sieht zwar cool aus, aber das lassen sie sich manchmal auch bezahlen. Ja. Das heißt, preislich liegt er hier so bei 155, 150, 160 Euro, je nachdem so. Ja, das ist nicht günstig. Ja, das ist einfach ein teurer Malt. Gerade wenn man dann auch so zwischen fast starken Single Casts auf so einer ähnlichen Ebene, also wenn ich jetzt einen, sag ich mal, 22 Jahre alten Glenelgen nehme, klar, die Preise ziehen an, dann ist das wieder okay. Aber oft hast du dann auch eine Fassstärke, einen Single Cast, wo irgendwie, das ist so der aktuelle Marktwert. Und hier hast du jetzt ein Produkt, das so kreiert wurde, wie ein Standard, sehr liebevoll von aber so einem unabhängigen Creator, sage ich mal. Und er führt das dann mit 46 Volumenprozente ab. Und wenn man das dann auf den Alkohol umrechnet, ist der Preis natürlich dann doch nicht günstig mit 150. Aber das, was man hier bei dieser Abfüllung bekommt, oder bei einigen Abfüllungen, da gab es so ein Feminology oder so, ich
Furchtbar. Ich habe extra den Mini für ein Video besorgt, weil ich dann 17 Zungenbrecher machen würde. Den fand ich so gut. 46%. Ich glaube, der hat 170 gekostet. Also das ist natürlich dann auch die Anteile der Fässer, was da drin ist. Und ja, man muss wissen, ob es einem das wert ist. Geschmacklich spielt er da voll mit rein. Ist etwas, was auch so unabhängig in dem Bereich angesiedelt ist. Wir leben im Jahre 2021. Es ist mittlerweile leider der Preistrend. Ja, wenn man noch so was Schönes, Altes und ich finde hier halt dieses Besondere am Anfang haben möchte. Von daher war es das mir wert. Ja, und ich freue mich einfach, den Tropfen immer wieder zu probieren. Ich hoffe, ich konnte euch mal einen kleinen Einblick in Kompassbox geben, was das denn so bedeutet, ja, was die denn können. Diese ganzen, auch der Korken hat halt so Detailliebe. Also das ist für mich auch so ein Produkt, was man schön schenken kann. Ja? Weil das ist etwas, was sich nicht jeder kauft. Und wenn man es dann stehen hat, das fällt sofort auf. Und der Inhalt ist auch noch gut. Also es hat beides. Ja? Ja. Also lasst mich mal wissen, wie ihr Kompassbox findet. Ich würde mich da einfach freuen, mal so einen Austausch. Welche Kompassbox könnt ihr mir empfehlen? Ja, ich habe auch schon einige probiert. Das ist aber der erste, den ich erst ins Video bringe. Da würde mich da einfach interessieren. Ich freue mich immer über den Austausch. Ansonsten abonniert meinen Kanal, klickt auf die Glocke und dann werdet ihr demnächst wieder benachrichtigt. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.